Ja, hier ist Christian Hemmischermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Hoffe, ihr verbringt die Weihnachtszeit ganz schön und trotz allen schwierigen Sachen, die man vielleicht ist. Ich wollte heute mal ein Thema machen, alternative Sicht auf das innere Kind. Werde dazu auch parallel mal eine Meditation packen, mein Liebische Plus-Mitgliedschaft. Und vielleicht auch in die neue Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Das ist eine YouTube-Sache. Will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, habe ich schon Videos vorher gemacht. Aber großartige Möglichkeit, meine Arbeit zu unterstützen. Könnt ihr direkt auf der YouTube-Seite aktivieren. Kostet 4,99 €. Nennt sich Liebeschip-Fan und wird auch sicherlich Bonusmaterial da geben, aber es ist vor allen Dingen eine Art, wenn ihr sagt, Mensch, wollt Christian immer mal unterstützen. Großartig. Ja, alternative Sicht auf das innere Kind. Inneres Kind ist ja dieser Teil in uns, ja, das Kind, was da quasi noch lebt, bestimmte, häufig, wenn ihr auf meinem Kanal seid, schwierige Erfahrungen gemacht hat. Und ich wollte einfach mal so einen anderen Gedanken reinbringen, den ich irgendwie sehr hilfreich finde. Und zwar ist es der Gedanke, dass, ja, das ist vielleicht schwer vorzustellen, aber versuch dir doch mal vorzustellen, dass du als du auf die Welt hier gekommen bist, dass du dir vorher schon bestimmte Sachen vorgenommen hast, die du aus irgendwelchen höheren Gründen, die man vielleicht jetzt hier nicht versteht, erleben wolltest. Dass du irgendwas in deinen Rucksack gepackt hast, positive Sachen, negative Sachen. Und das dazu vielleicht auch gehört hat, ja, eine bestimmte schwierige, ist ja auch nicht immer 100% schwierig, aber auch eine Kindheitsgeschichte mit vielleicht, ja, keine Ahnung, Selbstwertthemen, vielleicht Nichtverfügbarkeit der Eltern zeitweise, und all diese Geschichten. Und wenn du das mal für einen Moment akzeptierst, dass es das vielleicht so war, dass du in deinen Rucksack ganz unterschiedliche Sachen reingepackt hast, warum auch immer, dann hat dein inneres Kind quasi auch einen Job übernommen, ne? Weil man jetzt heute kannst du meine Videos angucken, kannst meine Programme machen, kannst von anderen, kannst überall im Internet Hilfe finden, Therapie machen, aber als Kind war dir das alles nicht möglich, ne? Und dein inneres Kind hat quasi einen Job gemacht, eben diese Sachen, die in deinem Rucksack waren, irgendwie, ja, durchzuerleben, so, ne? Und was auch immer dein inneres Kind da, also erstmal kannst du dankbar sein, dein inneres Kind, dass das alles mitgemacht hat, ausgehalten hat, also dieser Teil in dir. Und dann kannst du deinem inneren Kind, ja, also das finde ich wirklich einen coolen Gedanken. Du kannst deinem inneren Kind quasi sagen, ey, ja, dein Job ist gemacht, ne? Also wenn sich dein inneres Kind meldet in irgendwelchen Dating-Situationen und aha, es ist wieder genauso, es tut weh und wieder nicht gesehen, kannst du mal, ja, in einer ruhigen Stunde oder in einer Meditation kannst du deinem inneren Kind mal sagen, hey, du hast jetzt frei, du kannst nach Hause gehen, du brauchst den Job nicht mehr machen. Ich komme jetzt alleine klar. Danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du diese Sache in meinem Rucksack durchgemacht hast, mitgemacht hast, erlebt hast. Aber du kannst jetzt echt, du hast jetzt Ferien, du hast frei. Also es ist nicht mehr notwendig, dass du diesen Job weiter übernimmst. Hört sich jetzt vielleicht crazy an, aber ich fand es eine richtig coole Geschichte, sehr erleichternd. Und ja, vielleicht probiert ihr das mal aus und freue mich über Feedback. Und wir werden uns natürlich bald wiedersehen.